Ja, hallo und herzlich willkommen. Moin. Willkommen, willkommen, willkommen. So, heute stehen auch ein paar hoffentlich interessante Sachen an. Hops. Ein bisschen Crafting, ein bisschen Building und dann mal gucken. So. Ich wollte jetzt mal gucken, dass ich hier die kompletten Chunks, die ich nutze, auch wirklich ausfülle. Oh.
So. Okay, dann habe ich jetzt die Kante gefunden. So, First Corner. Okay, ja, damit haben wir jetzt hier startet. Pova. Okay. Das war nix. Wir können mal in die Mining Dimension gucken. Ich habe da ein bisschen übertrieben, glaube ich.
Oh. Okay. Habe ich den Fall schon angeklickt? Nerv nicht. So. Und wie sieht das hier unten aus? Ah. Oh, ich bin allzu tief. Hoch.
So, mit XNet haben wir jetzt auch gestartet. Dann sind wir schon mal vorbereitet für die Dinger. So, für die Bienennester meine ich natürlich. So, was wollte ich machen? So. Hi. Hallo. Ein wunderschön. Moin. Ich bin gerade live, nur zu deiner Info. Das wird meine Base. Ah, krass. Ich sehe schon, hier ist ganz schön was ausgehoben, wa? Ja, jetzt ist nur der Strom leer. Ja. Nee, geht eigentlich auch flott. Ich wollte nur wegen, du hattest mir ja geschrieben, wegen Enderdrache. Genau. Also ich wusste nicht genau, wie ihr das machen wolltet.
Ja, also eigentlich wollten wir das auch an einem Tag festhalten, wo mal alle können so, weil manche ja auch viel auf Vanilla spielen und das für die ja dann auch was Besonderes ist, wie für Leute, die jetzt, wie wir vielleicht schon, keine Ahnung, wesentlich mehr Erfahrung haben und auch jetzt schon den Enderdrachen für manche Gegenstände brauchen. Ich verstehe das schon. Wir also ich brauche nicht den Enderdrachen. Ich brauche nur das End. Ja, die Schalker-Kisten kann man ja für eine Sache gut gebrauchen und das Ender-Ei kannst du auch für was gebrauchen. Ja, ich will eigentlich nur Bienen holen. Ach so. Also deswegen hatte ich gefragt, ob man rein darf, aber nicht den Drachen töten soll. Oder ob man auch sagt, okay, auch das Öffnen des Tors machen wir als Event. Nee, das machen wir als Event so. Okay, aber ja. Aber ich will mal mit Calvin drüber sprechen, dass wir das vielleicht schon diesmal machen. Ja, kein Stress. Ich wollte es nur wissen. Nicht, dass ich jetzt blöd gesagt schon seit einer Woche ins End könnte, aber die ganze Zeit wartete. Weil ich hatte auch dunkel in Erinnerung, dass irgendwas mit das End wollten wir alle zusammen besuchen war, aber ich wusste halt nicht mehr genau was. Du sag mal, was hast denn du hier unten drin? Wo? In deiner Höhle, ich seh schwarz. Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, ich kann es dir nicht sagen. Ich sehe komplett dunkel. Du auch? Nee, ich habe Night Vision. Oh. Okay. Okay. Ups. Ja, das war lustig. Ja, aber ich habe zumindest meine Info bekommen.
Mal gucken, ob er antwortet. Ja, dann haben wir mal den Admin weggeschickt. Oh. Hi! Ja, komm mal hier, ey. Einfach in eine andere Dimension reingekommen, ey. Ja, also dein Achievement sagt auch, du wurdest reingesackt. Oh, okay. Ich kann froh sein, dass ich mein Jetpack voll geladen mit hatte. Ich bin erstmal voll durchgefallen und hab voll Schaden gekriegt. Ich muss erstmal wieder hier oben auf das Ding entzogen liegen. Ist ja geil. Ja, interessant. Ja, habe ich mir auch gedacht. Hier gibt's doch bestimmt irgendwas, was du sonst nirgendwo kriegst. So wie diese Bäume hier zum Beispiel. Ist das eine eigenständige Mod? Kann sein, dass das irgendwie eine eigenständige Mod ist. Wahrscheinlich gibt's ja auch irgendwelche Erze, die du, Warte, will noch jemand erkennen? Voidscape, okay. Voidscape meine ich. Oh, du kannst sogar mit dem Smithing Table da was machen. Hier sind auch die Zombies, die sind so durchsichtig, wenn du da vorne mal guckst. Und die droppen auch so ganz komische Blumen. Und zwar Eternal Essence. Wahrscheinlich kann man da auch wieder irgendwas mitwerfen. Ja, ist ja genial. Ja.
Oh, sorry. Gott, was ist das denn? Oh. Ist ja mal mega interessant. Sehr interessante Region. Ich glaube, ich muss mal mein Jetpack auffüllen. Blaue Schleime? Nabbend. Der Admin hat mir eine Frage beantwortet und dann wurde er ins Void gezogen und ist verschwunden. Und jetzt gucke ich mir das Void an. Moin. Ja, deswegen bin ich auch hier. Wir haben irgendwo da oben einen Teleporter. Nee. Ich hab schon eine Nachtsichtbrille aufgesehen. Oh, das geht eigentlich. Moment. Okay, der Shader macht ziemlich viel her. Ja, nee, bei mir, ich hab den gerade ausgeschaltet, das ist einfach schwarz geworden. Wie lange ist Cooldown auf den TPA? 15 Minuten. Oh. Warte, ich kann mich aber zurück teleportieren. Okay. Warum möchtest du mich? Wieso? Ich weiß nicht, was das für Tiere sind. Achso, das sind Schafe. Achso, der geht. Wow. Also der ist irgendwie mit drei Schlägen kaputt. Achso, nee, ich wollte dir den Teleporter zeigen, dann hast du einen Waystone hier. Ich habe nur mein Jetpack nicht geladen. Und dann ist der hier. Dann kann man wenigstens mal zu einer Erkundungstour wieder zurückkommen.
Dann noch viel Spaß, ich bin wieder weg. Ja, der... Ich hatte eine Frage bezüglich dem End und der Admin und ich standen hier unten und haben uns unterhalten und plötzlich war der einfach weg. Und hat das Achievement bekommen, dass er ins Void gegangen ist. Und ja, war dann einfach weg. Das war sehr lustig. Und sehr irritierend. Ja, die wurde vorher schon beantwortet und das hat da alles gepasst. Also meine Antwort habe ich bekommen, aber das war so, es wurde beantwortet und bupp, Admin weg. Ich dachte erst, der wurde vom Bilder gelöscht oder so. Ja, und dann haben wir rausgefunden, es gibt hier eine Mod. Für Void. Das sah sehr cool aus. Es ging eigentlich nur darum, ab wann man ins End rein darf. Nee. Vielleicht wird das dieses Wochenende geöffnet. Ich wollte eigentlich nur hin und Bienen holen. So, jetzt mache ich mir die nächsthöhere. Ja, die nächsthöhere Bienensorte. Nein. Reaktorsorte, so. Frosty Bee. Hier, guck mal, wir könnten hier auch noch eine Obsidian-Bee machen und dann kriegen wir Obsidian. Cinnabar, Zink und Nickel. Mega.
Oh Gott, das dauert ja noch ewig. Okay. Kriege ich denn hier eine Sweet Bee? Aber wir könnten da ja mal entkunden gehen. Hi. Hallo. Der ist hier draußen, der wird aber wahrscheinlich noch umgebaut. Ach so, kommt noch woanders hin, sagst du? Ja, der kommt nach unten wahrscheinlich. Aber da muss ich mal gucken, wie ich das... Hier ist erstmal nur alles provisorisch. Ja, ich sehe schon, dass hier noch viel im Garten stehen, ne? Ja, genau. Oh, hier, Mensch, die sind ja... Oh. Und da ist er gegangen. Ups. Habe ich einen von meinen Sniffern getötet. Ich glaube, wir sollten mal die... Ach, wie heißt denn gleich noch? Wieso ist da... Ah, ich habe keinen Strom mehr. Oder? Nee, ich habe keinen Strom mehr. Wieso lädt er denn immer noch? Jetzt sollte der nicht mehr laden.
Wie nervig. Brechen wir das erstmal ab. So. Torch. Das Viech ist ein Schalt, okay. So. Oh Gott, oh Gott. Hallo. So. Na, wieder zurück? Ja, Mann. Ja, ich hab dir mal Sniffer-Eggs zugeschmissen, vielleicht brauchst du die. Für was auch immer. Ja, danke dir. Jo, bitte. Ich hab auch so schöne kleine Tierchen hier mal. Ja, warum ich mir die geholt hab, kennst du die Sassy Bees? Nee, tatsächlich nicht. Du musst ja irgendwie Deep Dark oder auch in der Bastion die Templates finden. Genau. Und du kannst einfach Sassy Bees spawnen und die wandeln dann Soul Sand oder Clay in
Suspicious Clay oder Soul Sand um. Und dann kannst du dies einfach mit der Brush abbürsten und kriegst dann deine Templates. Ah, ja, mit dem Brush, das hatte ich schon mal gesehen. Das gibt's auch in der Oberwelt hier. Mein Bereich, da gibt's so verlassene Ruinen, sag ich jetzt mal. Und das ist oben, und das hat für den, da ist mein Gehalt so, ja, das zu gehen. Ja, genau. Da waren wir 6 Stunden unterwegs und haben die Sniffer gesucht. Ah, nein. Nee. Ja, nice, aber der, das wäre egal. Ja, ja, der Server läuft halt, ne? Also ich hab noch 2 Stacks. Ja, moin. Leute, wenn ich den Wien hast du dich schon richtig auseinandergesetzt, oder? Ja. Ja, wir sind noch immer dabei, seit das Ding für Pager, Easy Villager und so, da sind wir noch gerade dabei, uns noch auszubauen. Ja. Oh, geil. Da wollte ich, wollte jetzt hier erstmal eine Ressourcenfarm aufbauen und einfach so und dann Mods ausprobieren, ohne mir Gedanken zu machen, dass ich irgendwie für irgendwas Ressourcen brauche. Dann wollte ich mich mal durchtesten. Ja, kann ich verstehen. Ich hatte jetzt auch so meine 8000. Das ist dann schon angenehmer, das zu fahren. Ja, ich will dich nicht überraschen, du musst mal mitkommen. Nee, guck mal hinter dir. Holy moly. Alter, 44,7 Millionen. Alles klar, läuft bei dir, würde ich mal sagen. Ja, die... Kann man noch auf jeden Fall ein paar Sachen machen, ohne drüber nachzudenken. Das ist cool. Ja, die Query läuft halt durch. Achso, du machst Mining Dimension. Genau, ich bin in der Mining Dimension und hab da ein kleines Loch gebuddelt. Hatte ich anfangs auch, aber dann brauchte ich den Bilder. Ich mach das ja mit dem Bilder. Ja, ich auch, genau. Und dann brauchte ich den für zu Hause. Ah, okay, ich... In der Mining Dimension kriegst du nämlich Eusimodium relativ easy mit dem Jetpack. Mhm. Ja, wurde mir auch schon gesagt, ich habe jetzt ungefähr 100 Eusimodium, aber ja, das ist ja eigentlich auch noch gar nicht. Nee. Also ich habe jetzt 15, weil ich eigentlich bis jetzt alles habe, was ich brauchte und ja, ich brauche eher Strom als Ressourcen. Weil der sieht meiner Meinung nach erstens optisch schöner aus fürs Gebäude. Und auf jeden Fall. Macht der extrem viel Strom. Also, wie viel macht der? Also wenn du die Kühlung richtig machst, dann macht er schon, also boah, müsste ich nochmal gucken. Kann ich dir sagen, wenn ich einen Schnee habe im Mond oder wenn ich nochmal mal google. Aber hat richtig viel gemacht. Also diese, kannst ja auch bei Mechanismen die großen Batterien machen, die durchgeblockten Batterien quasi, ne? Mhm. Das war irgendwas richtig Großes auf jeden Fall. Das wurde schon fast gar nicht mehr richtig angezeigt, weil wir ein bisschen übertrieben haben. Und selbst die hat er echt relativ schnell vollgeladen. Also das ging. Okay. Ja, ich habe jetzt mir hier nur den Neotic von Power noch hingestellt. Mhm. Wollte mir dann jetzt noch einen 100k-Reaktor hinsetzen. Ja, du hast auch noch den Basic, den habe ich auch. Die Kelvin hat zum Beispiel schon den Refined von Extreme Reactors. Ja, sauber. Ja, ich... Ja, auch noch mal ein bisschen mehr. Genau, Extreme Reactor muss ich mir auch noch mal angucken. Da braucht man ja auch was für den ATM-Star. Mhm. Jo. Ja, nice. Echt muckelig hier. Und jo. Schon einige schöne Maschinen auf jeden Fall. Ja, das hier hinten ist natürlich das Schönste. Mit den Spawnern ist das natürlich dann nochmal tiefenentspannt. Mhm. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen hier schön das verbundene Glas und sowas. Das mag ich ja hier, dieses Tintglas.
Ja, nee, das ist kein Tint. Ja, doch. Panoramablick. Ich wollte das aber noch anpassen. Irgendwann später kommt das alles weg und dann wollte ich draußen Eingangstürme bauen, wo die dann per Redstone dann einfach runterfallen können. Ender into. Ah, ja, okay, dass hier die Endermen nicht abbauen, ne? Ja, das ist eins der besten Sachen, die man bauen kann, weil sonst kriegt man echt einen Rappel. Die spawnen überall hin. Du bist irgendwo unterwegs, taucht ein Enderman auf. Das kannst du aber umändern. Es gibt Spawner, die kannst du einstellen und die werden auch dem Braindead gespawnt. Heißt, die kannst du einfach so weggrinden, ohne dass die sich wehren oder sowas. Dafür musst du bestimmte Sachen machen. Ja, genau. Habe ich bei den beiden Spawnern, die ich drinne habe. Ich habe hier aber auch noch die Fläche von, wie heißt das, Mob Grinder. Die spawnt ja alle Mobs, die verfügbar sind. Außer es ist Licht drinne, was gerade nicht weggeht. Und da spawnen auch Enderman. Und die haben halt, da kann man die AI nicht ausschalten. Ah, okay. Ja, und dann am Anfang war hier alles voll. Ja, glaub ich, woher, dass du hier Party war. Ging aber. Ah, und da hinten ist dieses Mob-Grinding-Gerät, ja. Ja, genau. Und irgendwann werde ich das durch, wie heißt das, von Industrial Foregoing, dieser Mob-Factory oder Slaughter, ja, genau. Ja, genau. Weil der macht Instant. Also die Mobs fallen rein und dann sind die sofort weg. Ja, genau, die will ich auch noch machen, weil ich, du musst ja die, sag schnell, um an Pink Slime zu kommen, musst du ja hier die auch die Mob Slaughtering Factory machen und sowas. Genau. Und das ganze System mit Kühnheit, damit du dein Pink Slime grinden kannst. Ja, das Interessante ist halt, du kannst, wenn du Spawn Eggs hast, kannst du ja direkt auf einen Spawner raufgehen, holst dir einfach irgendeinen Spawner und packst da ein Kuh-Ei rein und dann Spawner, ja, nonstop, genau. Kühe, das ist auch ganz entspannt. Wollte ich noch mit Villager machen und mit Blattaltar. Villager kannst du ja auch die Briefing Station machen. Also, dass du immer welche vermehrst. Da kommen ja zu wenige raus. Ja, also Babys kommen da genug raus, aber die in der Station, wo du die dann ausschlüpfen lässt, also größer werden lässt, das dauert Ewigkeiten gefühlt. Ja. Also die produzieren schneller kleine Villager nach, als dass die große Villager nachkommen. Ah, okay. Ja, muss ich mir mal angucken. Das ist leider ein bisschen ärgerlich. Bei mir staut sich das oben schon in meiner riesen Villager-Bereich da. Ah, okay, ja, hast du automatische, wie heißt das gleich noch, dass da automatisch Brot reinkommt? Ja, ich schmeiß immer alles gleich voll komplett und dann läuft das so durch, dann ist alles voll und dann kommt der Schlüpfautomat aber nicht hinterher. Ja, da baut man so halt noch ein paar mehr. Ja, genau. Ich hätte erst gedacht, dass das 1:1 aufgeht, aber leider nicht. Nee, ist dasselbe mit den, Bienen, die brauchen auch ewig und 3 Tage. Mhm. Aber. Ja, aber die Bienen fand ich früher nicht schlecht. Ich habe mich da auch einmal mit befasst, so. Also halt mit den normalen Erzbienen erstmal. Aber an sich sind die alle nicht schlecht. Also da gibt es ja auch viele Sachen, die es bei Mystical Edupatcher nicht gibt, von den Erzen her. Genau. Dass das Gute daran. Ja, auf jeden Fall. Da kriegt man zumindest, was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir hier, wie heißt das, Quartz Enriched Iron geholt, damit ich halt ohne Probleme die Storage Parts bauen kann und nicht andauernd irgendwie Quarz und Eisen ranschaffen muss. Ja, das habe ich auch als letztes Ding. Ah, okay. Voll gemacht. Und normal Quarz, Eisen, eigentlich alles Mögliche mittlerweile. Netherite habe ich auch als Setzling. Ja, okay, das tiefenentspannt. Das habe ich noch nicht als Biene, weil dafür muss ich ins End. Ja, wie gesagt, mit End schnacke ich mal mit Kelvin gleich mal drüber, wann wir das genau machen. Ob wir das irgendwie jetzt Samstag machen oder Sonntag, wo vielleicht ein paar mehr Leute Zeit haben, dass wir da mal das schon mal ein bisschen vorziehen, weil für manche wie. Für uns ist das ja jetzt schon so, ich brauche dann nur gefühlt einmal raufhauen, du dann auch noch einmal und dann liegt das Ding, ne? Also ja, genau. Ja, also darum geht's eigentlich gar nicht. Also auch von meiner Seite aus keinen Stress extra produzieren, dass da schnell die Leute vorankommen, sondern es war einfach nur eine allgemeine Frage. Ja, alles gut. Nee, wir können selber schon nicht mehr abwarten, das ist dann auch okay. Ja, kann ich aber auch verstehen.
Ja, und wenn du denn schon alles hast, ich habe ja auch mein Haus schon fertig gebaut, überwiegend. Ich muss jetzt nur so langsam zusehen, dass ganze Maschinen in ihre Räume kommen, wo ich das so vorgesehen habe, quasi. Mhm. Und ja, dann wartest du halt nur noch darauf, dass du so gewisse Sachen halt machen kannst, so, ne? Ja, kann ich verstehen. Also, ja, das Problem aktuell bei mir ist, man braucht aus dem End, wie heißt das gleich noch, so Drachenbienen. Und damit kann man die ganzen Bienen beschleunigen. Und jetzt produzieren die halt langsam und mit den Extras haut man sich irgendwann die Ressourcen zu, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Aber. Yeah, gibt es jetzt eigentlich nur die kleine Zentrifuge oder kannst du auch wieder die Multiblock-Zentrifuge bauen, die schneller die Waben verarbeitet? Nee, ich glaube, es gibt nur die Heated-Zentrifuge. Dafür braucht man aber ein Drachenei, aber das ist jetzt auch nicht so kompliziert. Ja gut, Drachenei kannst du ja dann in der Drachen geklatscht haben, kann man den ja haben. Ja, man kann das auch aus Dracheneiern, aus hier Draconic Dust herstellen, also so ein Beiprodukt. Oder bei Mystic Agriculture oder wie heißt das andere? Hostile Networks kannst du ja überall Eier rausbekommen. Jo. Ah, super Sache hier auf jeden Fall. Jo, ich gebe mir Mühe, aber in eine Richtung ist halt noch völlig katastrophal. Ja, schlicht gehalten. Ja. Wo ist denn dein Eingang in die Höhle? Achso. Ja, hier einmal. Und hier will ich einen Fahrstuhl von Create bauen. Mhm. Dass er dann hier runterfährt und dann kommt man unten in die Base rein. Oh, das klingt auf jeden Fall mega interessant. Den Fahrstuhl von Create habe ich ja auch schon gebaut, der ist ganz geil. Ja. Ich fand's auch geil, dass du den halt komplett dekorieren kannst und dann fährt er hoch und runter, so wie du es haben möchtest. Genau, du musst halt nur darauf achten, dass wirklich alles mit Superglue dann mit dem verbunden ist, ne? Ja. Ist mir schon öfters passiert, dass irgendwelche Bauteile durch die Gegend flogen, also, ja. Ja, oder oben war irgendwas im Weg, dann hast du auf einmal alles nach oben hinweg gedrückt und sowas, ne? Ja. Ja. Bei mir ist zum Beispiel, ich habe bei den Tunnel da hinten, wo du wieder zum Spawn kommst, wo du auch durchgehst quasi, wo auch die Höhle drin ist, quasi die große, ja. Da habe ich einen Geheimeingang und das Ding ist, ich habe extra jetzt auch von der Höhlenseite aus quasi die Schalter weggenommen, damit, weil mir einer schon quasi die Reihenfolge nicht gemacht hat. Du musst erst entweder aufmachen, dann funktioniert das gut, oder halt zu. Wenn du auf doppelt drückst, dann stimmt die Reihenfolge nicht mehr von den Auf- und Zufahrmechanismus quasi. Das ist in so bestimmten Abständen getimt mit Blocks und sowas, dass das quasi erst der Pisten hochfährt, dann der Pisten rausfährt, dann fährt der andere Pisten raus, ne? Und deswegen, hat mir schon einer das erschossen und jetzt habe ich von außen die Knöpfe extra weggemacht, damit da nicht Leute fragwürdig meine Tür zerstören sollen, weil sich das dann einfach weggedrückt hat. Okay, ja, nee, ich hoffe, das funktioniert bei mir alles so, nur mit einem Knopf, aber da muss ich mal gucken, ich wollte auch die Eingangstür dann auch mit Create machen, irgendwie ein großes Tor oder so. Ja. Im Endeffekt kannst du das ja so oder so, wenn du das alles über eine Schaltung laufen lässt, kannst du das ja auch, du kannst ja so viel Redstone und Kram bauen, dass das so alles über einen Knopf funktioniert, sag ich jetzt mal, ne? Egal ob auf oder zu. Bei den simplen Sachen quasi wie bei der Brücke ist das sogar so, dass es da ja nur Auf- und Zu-Status gibt. So. Ja. Ja, ich habe mich damit überhaupt noch nicht beschäftigt mit Create oder. Ja, nee, mit Create. Das Einzige, was ich da jemals mitgebaut habe, ist eine Tür und ein Fahrstuhl. Ja, gibt schon viele coole Sachen da auf jeden Fall. Auch so, ja. Sachen herzustellen. Hier die Plates zum Beispiel. Du brauchst ja auch diese, sag ich mal, Iron Plates oder dies oder das. Und da kannst du ja auch diesen Stempel da machen, quasi, dass er die immer, wenn du Eisen drauf schmelzt, dann stempelt er die und dann hast du Eisenplates zum Beispiel.
Ja, genau, das war auch eine Sache. Also den Create-Mod wollte ich mir auch mal in vollen Zügen angucken. Bei denen habe ich immer links liegen lassen und man sieht halt so coole Videos im Internet. Ja, deswegen. Genau, ich habe mir mal von Debitor das Projekt damals mal angeguckt, der Create 4. Da hat er ja auch einiges gebaut, da mit Maschinen und Dampfmaschinen, um das alles anzutreiben. Ja. Das ist schon sehr interessant und komplex, muss ich sagen. Ja, und es sieht auch noch cool aus. Es ist nicht nur eine einzelne Maschine, sondern oder ein einzelner Block, der das zur Verfügung stellt, sondern eine richtige Produktionsstraße. Ja, genau, finde ich auch. Hat irgendwie mehr was als diese kleinen Ein-Block-Maschinen da, wo du eben alles reinmachen musst. Ja, genau. Oder stellst drei Maschinen in Reihe, hier den Quasher, dann den die Smeltering und dann, Ja. Nee, deswegen, dass die ganzen Einzelmaschinen, die kommen irgendwo in den Hintergrund. Und dann mit Create wollte ich mal richtig ausprobieren. Na, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja. Wie das so ausschaut. Ich denke mal, ab morgen erkennt man dann auch, dass hier eine Base ist und nicht nur ein Tunnel. Na, nice. Guck ich mal gelegentlich mal vorbei. Ja, kannst gerne machen. Ja? Ah, hier. Ist auch ein Raystone. Ja, nur zum Bilder, weil ich unten immer geguckt habe und dann wieder hoch und anpassen und hoch, anpassen, hoch. Du baust auch mit diesen Tool da unten, ne? Ich sehe da schon diese blauen Dinger da. Ja, genau, vom Bilder. Ja. Oh, nice. Ja, Mensch, dann will ich dich gar nicht weiter lange aufhalten. Ja, dann schönen Tag, Abend noch. Ja, Tito, und dann hört und sieht man, ne? Genau, auf Wiedersehen. Tschö. Ja, das war ja auch mal nett. Konnten wir ein bisschen was vorstellen. Ja, der Mob-Slaughterer geht, glaube ich, auch mit normalen Mobs. Ich weiß nur nicht, ob dann Pink Slime produziert wird. Das müsste man sich mal angucken. Aber ja, haben wir ja so lange Zeit, bis der Server abgeschaltet wird. Ich weiß nur nicht, wann der abgeschaltet wird. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das zeitnah passiert. Ja, so, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Ja, ich glaube eigentlich mal gucken, dass ich den Spirited weitermache. Weiß ich, was ich machen wollte. Ich habe ja hier extra die Sweet Bee weggepackt. Damit ich davon mehr herstelle. Für die Frosty Bee, damit ich hier die Eisblöcke herstellen kann. Was? Nice.
Danke auf jeden Fall für den Tipp. Das werde ich mal ausprobieren, ob ich da auch 8 Stück auf einmal reinstecken kann. Oh. Ja, das kann nur einzelne Rezepte machen. Kann ich da vielleicht... Schade. Ich dachte, vielleicht kann ich den hier einfach als Uranblock reinhauen. Ja, genau, das dachte ich mir nämlich auch gerade. Aber ist natürlich die Frage, wenn wir die Upgrades haben, dann brauchen wir es wahrscheinlich nicht mehr. Oh. Die kann ich nicht einsortieren, okay. Okay, ich brauche nur 2 Stück. Thank you.
Beritt. Oh, er ist noch weiter am Produzieren, okay. Aber dann können wir jetzt noch Obsidianbienen herstellen. Und mag. Nice. Okay, Obsidian. Das hört sich doch auch gut an. Dann kriegen wir hier noch ein bisschen Obsidian rein. Oh, so. Nee, ich habe jetzt noch bis morgen Zeit, die Sniffer zu schlachten und dann wird das hier leider alles entfernt. Das tut mir sehr leid. Deswegen sorgen wir jetzt dafür, dass wir ordentlich unseren Bedarf an Eiern decken können und werden die dann leider vernichten müssen. Aber erstmal guten Abend zusammen. Ach, die Sniffer haben ihr Soll erfüllt. Die waren nur da, damit ich die Bienen bekomme. Für mehr waren sie nicht da.
Ach, ich wollte mal anfangen, den Eingangsbereich zu dekorieren. Das ist der einzige. Ich glaube, das ist ein passender Name für ein Schlachtbeil, oder? Giant Slaying Asmodeus X of the Titan. Apropos Titan, das könnten wir jetzt mal ausprobieren. Gut, dass du mich gefragt hast. Darauf habe ich jetzt Bock. Oh mein Gott, sind das schlechte Namen. Oh. Wow, war das ein harter Lag. Ja. Oh. Ich glaube, ich sollte auch mal meine Rüstung verzaubern. Ja, der war krass. Oh Mann. Ja, das schon, aber
Wir haben da schon ganz schön viele von. Naja, das wäre auch eine Idee, dass ich dann irgendwie zwischen die Stockwerke einfach noch so ein kleines Stockwerk mache, drei Höhe oder so, und dann einmal kreisrum, da sind dann Sniffer drinne und laufen da drinne rum. Wäre auch eine coole Idee. Also in dem Tunnel vom Fahrstuhl. Wie hoch geht ein Protection? Vier. Ja, habe ich glaube ich gesehen. Man kann wahrscheinlich auch diese Enchanting Library bauen, um noch höhere Level zu bekommen. Ja, genau so war's dann. Ach, ich hab da keine Lust mehr zu. Genau, das war Apotessia. Und dann war das die?
Und am Ende kommt man die hier noch verzaubern. Dann könnten wir uns hier diese Bücher holen und uns dann das raussuchen, was wir haben wollen. Ja, gucken wir uns später an. Wir können erstmal ein paar Frosty Bees bauen. Das wäre auch noch eine Idee, dass man die Nazarit-Rüstung ordentlich hochpusht auf irgendwie legendär, dann ordentlich geile Sockel reinhaut. Ja, genau, das kann ich mir halt auch vorstellen, dass man das dann mega reinballern kann. Oh mein Gott, ja. Das war gerade auch meine Idee. So.
irgendwo noch Truhen? Nö. Jo, guten Hunger. Sorry. Oh Gott.
Jo, willkommen zurück. So. Ich habe mir heute schon was überlegt, und zwar, wir brauchen ja auch ein bisschen Platz für Farmen. Und da habe ich an Folgendes gedacht, und zwar würde ich die Türme, die ich hier links und rechts in die Wand hier reinbauen will, nein, kein übertriebenes Gewächshaus mehr. Nee, also, ich habe gedacht, oder vielleicht später, die Türme so groß zu bauen, dass wir hier in die Mitte genau so ein Feld reinbauen können. Und das braucht ungefähr eine Dreierhöhe. Also, wir haben, ich würde zum Beispiel, Moment, wie heißt das nochmal? Glow? So, Glowstone. Dann würde Wasser kommen für die Lilypads. Erde. Und dann, also das Schema dann einfach wiederholen. Das wäre dann wirklich Wasser, Pflanze, dit. Jetzt ist nur die Frage, was ist... Ist das hier leckfreundlich? Ich glaube, das ist eher leckunfreundlich. Ich weiß nicht, ob man dann Botany baut. Oder nicht. Genau, und dann würde ich den Turm wahrscheinlich hier so hinsetzen. So dass wir... Geht das denn noch schlimmer? Power Fields? Ups. Hast du den gebaut? Und da ist wirklich das hier unten die beste Kombi. Den roten Dünger. Ja, dann habe ich hier unten drunter da den Pylon mit einer Undestructible Hoe und als Zinne hiervon, ganz oben so gesehen dann, wollte ich einmal den hier haben als Autocrafter und dann den anderen auch noch. Ich finde, das ist eine ganz coole Idee. So, aber wir können mal eben unten gucken, wie der
wie die unsere neue Wohnung aussieht. Okay. So, dann müssen wir jetzt mal umbauen. Ah, ich wollte ja, dass das alles so böse aussieht. Guck mal, ich habe dann geplant den Eingang hier, also... Und zwar hier, wo der Pillar ist, soll ein kleineres schwarzes Tor sein mit einer Zugbrücke, sodass man auf diese Höhe hier nicht Zugbrücke, sondern das Tor hochzieht. Und dann geht es hier rein, irgendwie ein Fünferweg Breite. Und das soll so ein bisschen aussehen wie ein Friedhof mit einem Blutsee und Schädeln. Und die Friedhöfe von Coral Tombstone machen halt diesen Nebel. Und ich glaube, das dürfte richtig nice aussehen. Irgendwie so. Und dass das dann hier in den Berg reingeht und hier im Berg wollte ich dann ein großes Tor mit Create machen, was sich öffnet. Und dann geht's gerade durch zu dem Fahrstuhl, wo man dann in die eigentliche Base runterfährt. Also dass das hier eher aussieht wie ein Grab oder ein riesiger Tempel, der verschüttet worden ist. Geile Idee. Mycelium. Gravel. Und ja, irgendwie so. Und dann wollte ich hier noch eine Mauer drum bauen, die dann an die Türme rangeht auf beiden Seiten. Dann hast du hier halt das in der Mitte. Und damit das so der absolute komische Stil ist, soll es dann hier draußen. Hi. Hier draußen dann der Weg da hinten hin zum Anschluss und hier wollte ich irgendwie so eine Art Hafen bauen. Mal gucken. Aber das ist alles so, der Weg dahin soll echt hübsch sein und gespickt sein mit den Cherry Trees. Und hier oben auf dem Berg ist ja auch alles voll mit Cherry Trees. Dass das so ist, du kommst in die Welt des Bösen und außen ist alles glücklich und happy. Und unten in unserer Base dann dasselbe. Da unten ist auch alles mit Bienen, schön weiß und ja. Aber dann könnte man da auch mit dem Mycelium diese riesigen Pilze hinsetzen. Das ist echt cool. So. El Momento.
habe vielleicht noch eine andere Idee. Was wäre, mit einem, mit einem Schädel als Eingang. Da müsste ich nur gucken, wie ich das gut bauen kann. Aber irgendwie ein, Alter. Also ich meine hier mit dem Totenkopf-Eingang. Sowas in der Art, dann vielleicht auch mit der Krone, aber das geht halt direkt in den Berg rein, ein bisschen kleiner alles. Und dann hier aus den, das dann aber irgendwie in Schwarztönen gehalten. Und dann machen man hier, irgendwas mit Rot rein und lässt hier Blut einfach rauslaufen von, wie heißt das gleich noch, von Blood Magic. Ja, ich weiß nicht. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Aber Lava wäre auch eine coole Idee. Ja, genau. Blut und Lava als laufende Träne. Dann würde ich Lava im Hintergrund setzen. Dann eine Scheibe. Und dann Blut davor. Irgendwie so. Aber das dann als Eingang. So dass man, wenn man hier vorm Tor steht, die Augen noch sehen kann. Und dann läuft man drauf zu und läuft dann in die Basis hinein durch den, durch die ausgeschlagenen Zähne oder sowas. Und dann fährt man Fahrstuhl runter. Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Also als erstes würde ich erstmal sagen, erstmal die Basis nach unten bauen und dann bauen wir den Schädel und passen die Türme dann daran an, die Position so gesehen. Weil den Turm hatte ich eigentlich die Idee, ja, einfach einzusetzen. Das ist alles cool. Das ist eine coole Idee. Oh. Ja, das ist... Warte.
Ich save mir das hier mal als Template. Minecraft. Dark Tower. Lord of the Rings. Ja, da weiß ich nur noch nicht. Die sehen alle so übertrieben aus. Hier, guck mal, wenn man dann diesen oberen Teil hier nimmt. Und dann hier oben in der Spitze, anstatt das Auge, da dann natürlich die Blöcke austauschen. Aber anstatt hier oben das Auge, kommt dann hier der Agrikultur-Teil hin. Und das müsste eigentlich dann auch so groß sein, dass ich da drin die Farm bauen kann. Dann hat man so gesehen ein grünes Haus. Ja. Aber da muss ich mal gucken, wie das am besten klappt. Ja. Nee, aber das ist schon eine sehr gute Idee. Ja. Oh, ich glaube, der Server leckt wieder. Oh, Kacke. Ich habe was verkackt. Ja, ich weiß nicht, kriegt man sowas hin? Oh, Moment. Ja, ich, kann ich irgendwas voiden? Kann ich Licht voiden?
Ha, bis jetzt nichts gefunden, wo ich sagen würde, damit könnte Licht gegessen werden. Weißt, was aber auch noch interessant ist? Vielleicht mit, wie heißt denn das noch? Nee, nicht mit Black Light. Black Rock wohl auch nicht. Vielleicht kann man ja mit Bedrock arbeiten. Weil ich weiß nicht, wenn man hier Voidscape, gibt es ja diese Voidic Crystal Pickaxe, ob man damit das hier abbauen kann? Okay, ich weiß, was ich mache. Wir brauchen ein bisschen mehr Dirt.
Okay, dann müssen wir mal Obsidian suchen. Oh Gott. So, ich frage mich, wie viel...
Cobblestone ich noch habe. Die gehen ja ziemlich schnell. String, wie kann ich die denn? Reed und Resin. Reed und Resin. Sikibi, top.
Ja. So, machen wir erstmal Vorbereitung für morgen, so dass wir ein bisschen was bekommen.
So. Oh.
Gott, jetzt wird's kompliziert. Wow, ich habe kein Crafting-Rezept für Sticks. Was soll denn das? So. So, das haben wir mit Insert, weil wir hier Glas rausholen. Hier haben wir Insert, aber nur Honey. Und hier machen wir Create, Create, Extract, Create, Insert. Hier ist Honey geblacklisted. Okay. Thank you.
So, dann machen wir hier weiter. Hier.
So. Dann haben wir jetzt ein bisschen Ressourcengeneration. Da haben wir uns hier erstmal so ein paar Grundressourcen geholt. Gott. Cobweb. Oh Gott, brauche ich da viel. Thank you.
So, jetzt habe ich keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Hilfe. Thank you.
So, ich glaube, ich würde mal sagen, ich mache mal Feierabend. Ich bin ein wenig durch. Dafür machen wir morgen ein wenig länger, denke ich mal. Aber da mal gucken. Aber morgen werden wir uns, werde ich auch früher anfangen, definitiv. Und dann sollte hier einiges abgebaut sein. Und wir gucken dann uns unten die Base richtig an und bauen die dann auch mal so, dass wir da nach und nach mal unsere Sachen reinbauen können. Und ja, ich wünsche auch einen schönen Abend und gute Nacht und danke, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns morgen. Ich denke mal, ich werde so gegen 14, 15 Uhr online kommen. Und ja, da werden wir dann mal mit dem Base Building richtig beginnen und dann können wir dann auch mal richtig durchziehen. Und ja, also gute Nacht und bis morgen. Danke fürs Dabeisein. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.